die Boxermotoren. Und wir hatten das Glück, die Mitarbeiter von Colm Engines persönlich kennenzulernen. Und ich kann nur eines sagen, es sind ganz tolle Burschen. Und jeder, der ein Modell baut oder bauen will, wo ein Reihenmotor gefordert ist, kann man nur Colm Engines empfehlen. Danke. Danke auch. Also für schlanke Rümpfe, der Zweizylinder oder es gibt ja auch schon den Dreizylinder, die 200 oder 256 cm. Zu sehen auf YouTube unter Galopping Ghost, ein Sound zum Niederknien. Selbst die Homepage von Colm Engines ist www.colmengines.com. Kann man nachschauen. Traummotoren, CNC gefertigt, auf höchstem Niveau. Danke. Vielleicht komme ich noch einmal später zurück. Er gibt um den 135er Boxer. Okay, gut. Das ist der 100er. Du kannst mitnehmen, wenn es wird. Der Schule sucht noch immer einen Käufer für seine Spitfire. Ich glaube, der sucht mal immer zuerst diese Mauer. Ich glaube, der sucht mal eine Sollbruchstelle. Da ist ein 50er drinnen jetzt. Oh, das? Ja. Echt? 50er. Der liegt. Michi, kannst du etwas zum ästhetischen Bild dieses Flugzeugs sagen? Für die Damen. Wunderbar, wunderbar. Was für Farben haben wir da drauf? Und hör jetzt auch nicht grau oder sonstiges und sonstige Farben, sondern du musst es richtig so oben schieben. Sonst können sich die Damen heute vorstellen. Also es heißt nicht mehr grün und beige, sondern Sand und Farben. 175 km/h schnell in 300 Meter Höhe. Warum nur vor den 300 Meter? Weiß ich nicht. Triebwerk, 4-Zylinder Reihenmotor mit 130 PS, Besatzung 2 Mann, ein Flugschüler. So, die Piloten, die geflogen sind, können sich ihre Karten wieder abholen oder gleich wieder einschmeißen in unsere Leiste. Für den nächsten Flug. Das war eine stilechte Landung, das Original konnte es auch nicht besser. Wenn man sich vorstellt, dass man in diesen stoffbezogenen Holzkonstruktionen herumgeflogen ist und was einander geschossen hat, auch in Auge und über, dann muss man den Piloten von früher gar nicht nur Respekt sagen. Ich muss den Sigi noch landen, filmen schnell. Ganz geil. Das hat der Michi sicher auch aus dem Weg gesehen, ja. Sicher. Nummer 2, ne? Einer ist geflogen, der andere ist dann rausgegangen, Zaubmann wieder. Genau, heute nennt man das Flugverführung, Busflug. Space Walking. Eine Frau, das Name halt kenne ich, oder? Ich würde sagen, ja. Das sollte zum Feldflugplatz bauen. Grüß Gott. Grüß Gott. 55. Ja.